Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. So singen wir wieder im Advent. Türen und Toren weit wache. Ja, das brauchen wir gerade jetzt in dieser Zeit. Sowieso. Ich träume davon, dass wir unsere Kirchentüren ganz weit aufmachen. Frische Luft reinlassen und ganz lang auch. Und ich denke, da könnte einiges passieren mit so einem Windstoß. Einige miefige Vorgaben und Unterlagen würden durcheinander gewirbelt werden. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das singen die Menschen schon seit Jahrhunderten. Nein, seit Jahrtausenden. Denn es kommt aus einem uralten Psalm und der ist auch schon 2500 Jahre alt. Das Lied und der Psalm erzählen auch, warum wir eigentlich die Tore und Türe öffnen sollen. Denn da steht, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und wir Christen und Christinnen dürfen daran glauben, dass dieser Herr der Herrlichkeit Jesus ist. Aber Jesus ist kein großer König mit Pomp, Reichtum und Macht. Und er ist auch kein Star mit verrückten Starallüren. Jesus ist Mensch geworden. Gott ist Mensch geworden und hat unter den Menschen gelebt. Er hat Menschen aufgerichtet, ihnen Trost zugesprochen, Mut gemacht und eben ganz viel frische, verändernde Luft mitgebracht. So viele, dass wir es jetzt noch spüren. Aber keine Angst. Sie müssen nicht denken, dass es jetzt kälter wird, weil wir jetzt alle Türen und Tore öffnen müssen. Ganz im Gegenteil. Es wird warm ums Herz. Denn dieser Jesus brachte auch Kraft, Liebe und Frieden mit. Tore, Türen, Herzenstüren öffnen, das ist Advent. Singen wir also dieses Lied wieder, voller Freude und voller Hoffnung. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit.